So, Part Nummer 48. Diesmal machen wir die Banditen im Leuchtturm. Also nicht Leuchtturm, sondern hier im Turm nebenan. Vielleicht kriegen wir dann etwas vergünstigten Weg zur, weil 300 ist schon echt eine ordentliche Stange Kohle. Ich würde mich aber nochmal zu Alligator Chick ins Bett legen, dass ich da komplett erholt bin, ohne irgendwie mir großartig Sorgen machen, ohne dass ich mir was reinpfeifen muss. Oh, das ist aber lieb von dir. Hm? Gibst mir ein Stück Abkeule. Nice. Okay, du hast mir nichts mehr zu sagen. Ich wollte beim Fleisch mal nicht stören. War eine richtig coole Idee. Morgens aufwachen durch brutzelnde Fleischkeule wach werden. Oh, geil. So, das sind nur die hier. Sind aber ein paar. Ein paar sind drei. Also ich glaube, den kriege ich fernmäßig kaputt. So, der ist schon mal weg. Der ist weg. Na komm her. Sollte eigentlich gehen. Hat doch jemand noch was gezogen? Mit den Banditen werden wir noch später Freundschaft schließen. Naja, was heißt Freundschaft? So ein bisschen zumindest. Okay. Die haben sie also platt gemacht. Müssen wir nur gucken, dass es keine Überraschungen erwartet. Kann ich die Schwerte nicht einfach packen? Alter, das wäre so schön. Na gut, kriegen wir schon hin. Zum nächsten Morgen schlafen. Na, sieht die Welt doch schon ganz anders aus. Jetzt will ich mal gucken, was hier in dem Turm drin ist. Ich glaube, wenn wir die platt machen, kriegen wir einen richtig fetten Nachlass. Aber ich glaube, unter 200 wird das alles nichts. Gibt es hier oben noch irgendwas? Nö. Gut. Feuerwurzel.
Na, wo stehen sie denn jetzt alle rum? Hallo? Ich hab doch einen Knall. Kannst du mal sehen. Direkt allem Bogen gezückt und feuerfrei. Mensch. Das geht auch so nicht. Erstmal ein paar Fleischkeulen reingezogen. Dann wollen wir mal gucken, wo der Bau den Jabo hängen hat. Na komm, ihr habt mich angegriffen, jetzt greife ich euch an. Nur meine Pfeile tun ein bisschen mehr weh. Oh, ganz übersehen, Lederbeutel. Ja. Tja, blöden Banditen, ihr müsst es ja unbedingt mich angreifen. Aber nein, wer nicht hören will, muss brennen. So. Das sind eigentlich coole Texturen auf dem Boden. Die sind schon nicht schlecht. So, dann lege ich mich schon mal eine Runde pennen. Dann ist der Regen weg und da sieht er schon ganz anders aus. Super, super. Ist relativ dunkel. Nichts zu plündern, nichts zu holen. Mensch, fette Banditen, aber keine Kohle. Ja, wir haben die ja schon geplündert. Aber schlechte Truhe. Wo kommst du denn her? Hast du etwa bei den Banditen herumgeknabbert oder was? Was hast du dir gedacht, kannst du an mir ein bisschen rumknabbern, hm? Oh, fast nicht erkannt. Weidenbeere, Weidenbeere, Butlerfleisch, Fackel, Fackel, Rum, jo. So Rum sag ich nie nein. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, was hier oben im Turm ist. Aber ich glaube, da ist gar nichts. Nö, da ist nix. Gut. So. Nochmal
Also wollte ich eigentlich, da gerade links runterspringen, aber bevor der Alligator Jack sich da erschreckt und auf mich drauf geht, das müssen wir. So, dann sage ich dem Henry mal Bescheid, dass die Banditen in dem Turm dann an der Seite, dass sie beseitigt sind. Und wenn die beseitigt sind, dann lässt ihr uns bestimmt Phil Cordis da rein. Ansonsten... Halt! Freund oder Feind? Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Natürlich, bin viel besserer Pirat als du. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Ja, das habe ich. Soll Alligator Jack den Laufburschen spielen? Und das Rattenfleisch zu morgen bringen? Ganz genau. Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Das ist mehr als du gemacht. Ich dachte, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder, ganz einfach. Ich glaube, mehr können wir für den nicht machen. Gut, hier hast du das Gold. Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Oh, wieso? Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Nee, ich find's doch ganz, ganz entspannt bei euch. Da will ich mich mal nicht beschweren. Wen haben wir denn hier alles herumflitzen? Ein Pirat? Wie sieht's aus? Greg vertraut Francis, weil er zu dumm ist, um zu bescheißen. Aber ihn deswegen gleich zum Anführer zu machen... weil er zu dumm ist, zum bescheißen. Geralt! Ein neues Gesicht. Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Nee. Ich bin Geralt. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich kann dir fast alles besorgen. Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Aha. Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. So lobe ich mir das. Dein Captain Greg, wie ist er so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter nach. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Das war doch schon vorher klar. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Nicht, sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand. Der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich habe mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Alles klar. Was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Der wird ihnen allen ordentlich in den Arsch treten. Ich hab was anderes gehört. Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Bei mir erfährt keiner was. Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen.
Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Das war doch schon vorher klar. Gibt's was Neues? Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Sag mir nicht, dass du das Lass uns handeln. Was hat er denn Feines? Jawohl, einen weißen Rum. Meinst du, mir geht es besser? Gürtel des Schutzes ist vielleicht nicht schlecht, aber 1000... Puh, reine Lebensenergie. Bin ganz deiner Meinung. Weißt du was? Versuche ich dem abzukaufen. Oh, schwarze Perle. Der hat ordentlich was, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber seine Preise sind auch dementsprechend... Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Oh, der Machete ist natürlich nice. 90 Stärke. Alte Riesenmachete. Alte Machete. 60, 60, 2. Er hat auf die falschen Leute gehört. Schön. Sieh an, ein Neuling. Und eine Landratte noch dazu. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Oh, das wird schon. Ein paar Keulen, ein paar schöne Portionen Grog und dann sieht es anders aus. Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm ja bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Ich liebe das Teufelszeug. Bist neu hier, was? Gut. Wir können jeden Mann gebrauchen. Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer dass sie mordsgefährlich und uns zahlmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkerlen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Mhm. Die normalen... Oh, Skip, dich kennen wir doch. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Die Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Na klar. Richtig. Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Naja. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Ah, sicher. Naja, schlecht getroffen. Aber du bist es. Mach dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Ich liebe dich. Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Er kümmert sich um unsere Lagerbestände. Was machst du hier? Hey, ich bin gerade aus Corinnes zurück. Jetzt warte ich darauf, dass Greg wiederkommt. Ich habe Greg in Corinnes gesehen. Wirklich? Verdammt! Dann muss was schiefgelaufen sein. Er sollte eigentlich längst mit unserem Schiff hier sein. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich nach Corinnes zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ich bin ja gerade erst hier angekommen. Ja, mach's, entspann dich mal. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Die Banditen? Sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Sie waren bereit, jeden Preis für ein Fass rum zu bezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. Zwei von unseren besten Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir.
Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Ich hätte das anders gemacht. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Diese Banditenschweine haben sie mit Sicherheit um die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Die nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben's mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ist das wirklich wahr? Ach, aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Meinst du, mir geht es besser? Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings, ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort gehorcht, bringt er eiskalt um. Raven, musst du dich in Acht nehmen, sage ich dir. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker, was? Also gut, wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Au, immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Das war doch schon vorher klar. Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis ist unser Schatzmeister. Der Captain. Dass er keiner misstrauisch wird. Deswegen hat er ihm auch wohl das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei. Oh, das hört sich gut an. Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Das ist mal typisch, so Barkeeper, oder die kennen, wissen am meisten. Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Gut. Das ist doch schon lange bekannt. Wissen wir Bescheid. Das sieht doch eigentlich schon richtig nice aus. Die haben sie richtig schön mit Palmen und allem. Muss man den lassen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, die Geschichte müssen wir auch noch aufdecken. Morgen gammelt da hinten rum dieser Lümmel. Und der Samuel, den sehen wir auch später. Da ist ja noch was. Ein Heilkraut. Das ist die Hütte von Greg. Ah, schön. Naja, saufen und schlafen, ja. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. Richtig so, schön Wacholder. Mm. So, besser. Also nochmal, was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch von Alligator Jack. Ich erinnere mich, genau, das Fleisch, gib her. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal, solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück.
Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Jo, warum nicht? Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich habe ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen. Wenn Greg zurückkommt... Oh, hast du recht. Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich habe die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Mit Schlafen und Außerdem Saufen. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Kannst du mich auch? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Klingt gut. Unterrichte mich. Wie viele Lernpunkte haben wir denn? 2. Ach, warum nicht? Und denk dran, an diesem Geschwätz von Ehre ist nichts dran. Entweder du tötest ihn, oder er tötet dich. Mhm. Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Klingt Aber doch gut. Wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Lurker. Und was weiß ich noch alle. Sieh die Sache alleine durch und du verdienst dir den Respekt. Ja, Leute. Willkommen in meinem Trupp. Ach, ich hau mich wieder hin. Ja, hast du recht. Ich wollte eigentlich nur den rumnehmen. Hast ja nichts dagegen, ne? Alter, der Morgan. Das ist vielleicht ein Fatzke. Ein paar Lurker, die kriegen wir auch noch platt. Ja, neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken? Hier. Jawohl. Mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Klar. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ohne Gold nichts zu saufen. Was hast du sonst? Bei mir gibt's alles. Jo, super. Ohne Gold nichts zu saufen. Die Jungs, die sind geil. Den liebe ich. Ich will was da. Gib mir was von ziemlich übel. Gut. Ja, das ist der schnelle Hering. Wenn wir den trinken, dann rennen wir wie ein Bekloppter. Das ist ja auch das, was der Typ da vorne will. Aber da findet man noch bestimmt was richtig Geiles. Und dann sagt der Samuel dann noch richtig coole Sachen. Brandon. Nimm diesen. Ah, geht runter wie flüssiges Feuer. Gut. Super. Wir müssten da vorne das platt machen. Aber das mache ich ein andermal. Ich entspanne mich jetzt erstmal hier. Setz mich hier entspannt irgendwo auf eine Bank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier schön. Ich muss erstmal den schnellen Hering hier loswerden und mich erstmal entspannen. Noch. Jetzt will ich aufstehen, Pirat. Mensch. Ja, passt schon. Also dann, Leute, bis gleich oder beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Ciao.